Hi Leute, hier ist Jake. Heute zeige ich euch wieder mal ein Vintage Knife, ein Messer aus den 60er oder 70er Jahren. So genau konnte mir der Ex-Besitzer das auch nicht mehr sagen. Er weiß nur, es hat sehr lange bei ihm in der Vitrine gelegen und die Scheide ging verloren. Deshalb musste ich jetzt eine neue Scheide dazu besorgen. Und eine schöne passende ist dieser Klon einer White Hunter Scheide. Da passt dieses Fahrtmesser recht gut rein und sitzt auch sicher, denn hier dieser Lederriemen, den kann man gut dazu benutzen, damit das schön und fest in der Scheide bleibt. Ja, und das ist das schöne Stück. Ein mehr oder weniger unbenutztes Messer. Es hat sehr lange unbenutzt in diesem Schrank gelegen. So kann ich euch dieses schöne alte Stück in so einer guten Form präsentieren. Es ist von der Firma Widder Solingen und man sieht noch rostfrei. Die Klinge ist also aus einem Edelstahl. Edelstahlklingen wurden in Solingen schon seit den 1920er Jahren produziert. Aber wie gesagt, dieses Messer ist aus den 60er oder 70er Jahren. Die Daten sind Gesamtlänge 15,7 cm. Klingenlänge 15,3 cm, das entspricht in etwa 6 Inch. Klingenbreite 2,7 cm. Klingenstärke Amrikasso 5 mm, verjüngt sich sehr schön bis zur Spitze. Es ist ein Flachschliff. Hat eine Clip-Point-Klinge hier mit dieser Bowie-artigen Entenschnabelform. Ja, dann kann man auch erkennen, es ist auch ein sogenannter Fachten-Erl, der hier hinten verschraubt wurde. Im oder mit dem Aluknauf. Eine Hirschhornrolle als Griffmaterial und zwischen Messingfingerschutz und Aluknauf und jeweils der Hirschhornrolle sind Leder- und Kunststoffscheiben als Abstandhalter. Ja, es liegt gut in der Hand. Hier oben stört nichts, deshalb kann man auch sehr gut hier diesen Rücken als Daumenablage nutzen. Das ist ein gutes Outdoor- und Schnitzmesser. Über Jahrzehnte bewährt. Erstmals wurden diese Messer in Solingen so 1920, 30 rum gebaut. Aber das Vorbild ist kein Solinger Messer, ist also kein Original, sondern diese Messer sind auch Klone des Marbles Expert Knife. Der Webster Marble hat 1906 das Expert Knife konstruiert und dann auch vertrieben. Neben seinem Ideal Knife war das sein zweites Outdoor Messer. In dem Fall für den Experten unter den Jägern und Outdoor-Menschen. Naja, es war nicht ganz so robust wie dir das Ideal und in der Regel wurde es entsprechend dann von Jägern genutzt als Aufbrechmesser und ich denke mal, das war ein gutes schönes Messer und das hat eben dann auch
dazu geführt, dass es weltweit nachgebaut wurde, auch dann eben in Solingen. Jo, das war's schon. Wieder mal ein Karl Piel OHG Widdermesser Fachtenmesser mit 6 Inch Klinge. Schönes Vintage Knife aus den 60er oder 70er Jahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Ciao.